Das Kolosseum, auch bekannt als Flavisches Amphitheater, befindet sich in Rom, der Hauptstadt Italiens. Es ist eines der berühmtesten historischen Denkmäler der Welt und eines der bekanntesten und meistbesuchten touristischen Ziele in Italien. Es ist nicht nur eines der sieben Weltwunder der Neuzeit, sondern wurde auch von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Das Kolosseum wurde im 1. Jahrhundert 8 Jahre lang gebaut. Der Beginn seiner Geschichte wird mit der Flavischen Dynastie in Verbindung gebracht. Der Bau fand während der Regentschaft der Kaiser dieser Dynastie statt. Deshalb lautet sein ursprünglicher Name Flavisches Amphitheater. Das Wort Kolosseum wurde erst ab dem 8. Jahrhundert verwendet. Die Arbeiten begannen 72 nach Christus auf Veranlassung von Kaiser Vespasian und wurden 80 nach Christus abgeschlossen. Während der Regierung von Titus Flavius Domitian wurde das Kolosseum einigen Veränderungen unterzogen. Die wichtigsten Baumaterialien waren Marmor, Travertin, Tuffstein und Kacheln. Ursprünglich hatte das Kolosseum ein Fassungsvermögen von 50.000 Menschen auf 3 Etagen. Die Tribünen waren aus Marmor und je nach sozialer Schicht des Publikums unterteilt. Doch die Kaiser Severus Alexander und Gordian II. Vergrößerten das Bauwerk und errichteten ein 4. Stockwerk. Von da an konnte der Ort bis zu 90.000 Zuschauer aufnehmen. Als das Kolosseum im Jahr 80 nach Christus eingeweiht wurde, fanden mehrere Vorführungen statt, die 100 Tage dauerten. Ursprünglich wurde das Amphitheater vor allem für die Gladiatorenkämpfe genutzt. Sie kämpften gegeneinander oder gegen Tiere. Diese Praxis war eine wichtige Quelle der Unterhaltung für die Römer und symbolisierte die ersten Aufführungen vor Ort. Darüber hinaus wurde das Kolosseum auch für andere Vorführungen genutzt, zum Beispiel für die Jagd auf wilde Tiere vom afrikanischen Kontinent. Bei diesen Vorführungen wurden häufig Löwen, Leoparden, Krokodile, Elefanten und andere Tiere eingesetzt. Ein weiteres interessantes Spektakel waren die Naumachien, das heißt die Darstellung von Seeschlachten. Die Kulissen wurden für die Inszenierungen geflutet. Dies geschah mindestens einmal im Kolosseum. Es wurden auch mythologische Darstellungen gezeigt, die von brutalen Schlachten geprägt waren. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist, dass bei den Aufführungen im Amphitheater aufwendige Kulissen verwendet wurden, um verschiedene Umgebungen zu simulieren. Sie wurden von verschiedenen Fachleuten wie Malern und Architekten angefertigt. Dieses Detail verlieh den Darbietungen großen Realismus. Die Todesfälle während dieser Aufführungen waren häufig. Eines der technischen Details dieses Amphitheaters war die Verwendung von Sand, der auf den Holzboden der Bühne gelegt wurde, um das häufige vergossene Blut aufzusaugen. Der Tod von Menschen war jedoch ab 404 verboten. Im Mittelalter fanden jedoch keine Aufführungen mehr statt. Danach wurde der Veranstaltungsort für andere Zwecke genutzt. Im Laufe der Jahre wurde der Bau von Erdbeben heimgesucht, die Schäden verursachten. Historisch gesehen wurde das Kolosseum auch mehrmals geplündert, vor allem im 15. und 16. Jahrhundert. Ein weiterer Faktor, der die ursprüngliche Struktur beeinträchtigte. Heute ist das imposante Gebäude aufgrund dieser Ereignisse eine Ruine. Im Laufe der Zeit wurden mehrere Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Einige der wichtigsten wurden von den Päpsten Gregor XVI. Und Pius IX. Sowie unter der Herrschaft von Valentinian III. Angeordnet. Heute ist vom berühmten Gebäude, obwohl nur noch eine Ruine, weiterhin ein wichtiger Teil seiner Struktur erhalten. Die Besucher können die Pracht und Größe des Kolosseums bewundern, eines der größten architektonischen Symbole des Römischen Reiches.